Ich wollte eine bestimmte Freiheit. Ich wollte in Frieden leben, ohne mir Sorgen über die Spannungen in den USA zu machen. Den Tod, die Gräben zwischen den Hautfarben. In Ghana muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Nsali Abraham hat ernst gemacht. 2017 zog sie von den USA aus nach Ghana. Die Lehrerin tauchte ein in ihr neues afrikanisches Leben. Aufgewachsen ist sie in Charlotte in North Carolina, in den Südstaaten der USA, war eine von wenigen AfroamerikanerInnen in der Schule, wie sie erzählt. Damals schon wollte sie den alltäglichen Rassismus, die Benachteiligung hinter sich lassen. Aber der Wechsel von Amerika nach Afrika war auch ein kleiner Kulturschock. Anfangs war ihr vieles fremd, langsam jedoch kommt sie an, sagt sie. Vor allem auf dem Markt lernt sie jeden Tag dazu. Ich nehme das, aber wo finde ich den frischen Fisch? Es ist eine völlig andere Erfahrung. Du kannst die Menschen richtig spüren, die Kultur sehen. Die Marktfrauen haben alle verschiedene Persönlichkeiten, stammen aus vielen verschiedenen Volksgruppen. Manchmal kannst du dich mit ihnen verständigen, manchmal nicht. Du lernst alles hier, wie sie Geschäfte machen. Du lernst die Sprachen, weil sie dich dazu zwingen. Du fühlst dich zu Hause. Das ist meine neue Normalität. Nicht Amerika, sondern Ghana ist für Nsali Abraham das Land der Möglichkeiten. Die Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Immer mehr wird die Hauptstadt Accra ihr neues Zuhause. Sie hat Arbeit an einer internationalen Schule gefunden. Am Anfang haben sich einige ihrer Kolleginnen und Kollegen gewundert, warum jemand aus den USA auswandert, sagt Nsali. Auch mit ihnen musste sie erst einen gemeinsamen Rhythmus finden. Wenn sie etwas versucht und es funktioniert nicht, dann sage ich, siehst du, lass es uns anders versuchen. Durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat Nsali Abraham aber auch neue Freunde gefunden. Es ist etwas schwierig, diese Klicken aufzubrechen. Du musst eingeführt werden und dann beharrlich sein. Das war wirklich hart. Langsam aber sicher wird es. Trotz der neuen Freunde, Nsali Abraham trifft sich auch regelmäßig mit Landsleuten aus den USA. Einige tausend AfroamerikanerInnen sollen derzeit in Ghana leben. Glenn Christie kam vor 7, Afia Kalia vor 3,5 Jahren aus ähnlichen Gründen wie Nsali nach Afrika. Allein schon die Tatsache, dass ich einen Sohn habe und ich mir keine Sorgen machen muss, dass er wegen seiner Hautfarbe erschossen wird, wenn er rausgeht. Ich kann gar nicht beschreiben, wie richtig die Entscheidung für meine Kinder und mich war, hier zu sein. Um ehrlich zu sein, habe ich die USA verlassen, um weg zu sein von den USA. Amerika und meine Erfahrung als sogenannte Afroamerikanerin, das ist kein Leben, in dem ich mich bis zur Rente sehe. Nsali Abraham aber sieht nicht nur die Lage in den USA, sondern vor allem auch die Chancen, die Ghana bietet. Sie plant bereits, ein Stück Land zu kaufen, es zu bewirtschaften und so zusätzlich zu ihrem Gehalt etwas Geld zu verdienen. Du kannst sehen, wie die Ideen in deinem Kopf Realität werden. In den USA gibt es ein System und wenn du nicht reinpasst, dann passt du eben nicht. In Ghana aber gibt es immer einen Weg. Und doch lässt sie das, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert, nicht los. Sie chattet mit Bekannten und Verwandten. Sie will unbedingt per Brief an der US-Wahl teilnehmen. Immerhin hat die demokratische Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, an ihrer Uni studiert. Trump bringt Menschen in eine Lage, in der sie sich nicht zu Hause fühlen. Sie fühlen nicht, dass das der richtige Platz für sie ist. Das ist bedauerlich. Sein Slogan ist doch Make America Great Again. Aber dann fühlen sich große Teile der Bevölkerung nicht, als seien sie ein Teil dieses Systems. Es besteht kaum ein Zweifel, für wen ihre Freundin Felicia Mann aus den USA wählt. Es passiert gerade viel hier in Amerika. Aber ich weiß natürlich, was ich tun werde. Das wissen wir doch alle.
Die Nachrichten aus Amerika, etwa über den Tod von George Floyd, spielen auch in Ghana eine Rolle. Auf einer Trauerfeier für ihn rief die Kultur- und Tourismusministerin vor einigen Wochen gar AfroamerikanerInnen aktiv auf, nach Afrika zu kommen. Unsere Arme sind weit geöffnet, bereit, euch zu Hause willkommen zu heißen. Nutzt die Chance und kommt nach Hause. Baut euch ein Leben auf. Ihr müsst nicht für immer bleiben, wo ihr nicht gewollt seid. Ihr habt die Wahl. Afrika wartet auf euch. Dahinter steckt eine Strategie. Im Nationaltheater hat Ghanas Regierung gerade erst ein 10-Jahres-Programm vorgestellt. Durch Investitionsanreize und bessere Aufenthaltsbedingungen sollen mehr Menschen wie Nzali Abraham ins Land geholt werden, um die Wirtschaft zu stärken. Der US-Amerikaner Kohain Halevi kam schon vor 25 Jahren nach Ghana. Er ist Chef einer Stiftung, die Menschen afrikanischer Herkunft aus der ganzen Welt zusammenbringen will. Afrikaner haben geholfen, Amerika zur Supermacht Nummer 1 der Welt aufzubauen, zum Nachteil Afrikas. Also möchte der Kontinent, dass Afrikaner zurückkehren. Der Gewinn an Köpfen, an Geist, das Wissen, die Erfahrung, all das wird einen Unterschied machen. Auch Nzali Abraham hat eine Organisation namens Her Collective gegründet, um AfroamerikanerInnen den Weg nach Ghana zu ebnen. Denn für sie war es die richtige Entscheidung. Es ist immer wieder etwas Besonderes für sie, an diesen Ort zurückzukehren, Cape Coast Castle. Eine jener Festungen, von denen die Sklavinnen und Sklaven nach Amerika verschleppt wurden. Durch diese Tür ohne Wiederkehr mussten sie damals gehen. Viele der Nachfahren besuchen diesen Ort als Touristen. Die 32-Jährige aber ist, wie sie es nennt, ganz zurückgekehrt und stolz darauf. Menschen fühlen sich hier traurig, andere sind wütend, ich nicht. Ich bin stolz, dass ich zurückgekehrt bin. Es ist ein Beweis der Stärke der Menschen, die mit Gewalt fortgenommen wurden. The Door of No Return wurde für Nzali Abraham zur Tür der Wiederkehr. Es gibt dieses Level an Freiheit in Ghana, das ich so noch nicht gefühlt habe. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast an einem Ort, an den du gehörst, warum solltest du dann zurückgehen? Und dann erzählt sie uns noch, dass sie sich gerade verliebt hat in einen Ghanaer. Familiengründung nicht ausgeschlossen.